die Stimmen der Dortmunder hören. Herzlichen Glückwunsch. Schöner Auswärtssieg hier in Istanbul. Zufrieden? Ja, ich denke, erstes Champions-League-Spiel auswärts hier vor der Kulisse gewonnen. Rasen nicht sonderlich gut, sehr schwierige Bedingungen. Aber ein sehr intensives Spiel hinten raus für uns dann entschieden. Ja, ich glaube, es war eine Riesenatmosphäre. Die machen schon einen ordentlichen Krach hier. Es ist speziell hier zu spielen. Ich habe auf jeden Fall einen kleinen Tinnitus gekriegt von den Pfiffen. Was it a hard struggle for you in this atmosphere? Schwierige Angelegenheit für Sie bei dieser Atmosphäre hier? Eigentlich nicht, hat richtig Spaß gemacht. Hier wird man natürlich nicht gerade freundlich empfangen, aber genau unter den Bedingungen willst du ja spielen und Erfahrungen sammeln gegen gute Spieler. Wichtig sind die drei Punkte. Das war der perfekte Moment für ihr erstes Tor, oder? Ja, das war ganz gut abgeschlossen. Ich war in der richtigen Position und der Pass von Meunier, perfekt gespielt. Ehrlich gesagt, das ist eigentlich sein Tor. Ich gehe rein, bekomme den Ball von ihm und mache ihn nur noch weg. Wir haben gut gespielt und ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Und Sie hören auch nicht auf zu treffen, oder? Das nächste Tor im 17. Spiel. Da gibt es noch einen kleinen Kuss von Jude. Wie gut war der heute? Unglaublich. Der Junge ist 18. 3 Jahre jünger als ich. Das ist Wahnsinn. Was kann ich noch sagen? Einfach toll. Da gibt es ein Küsschen von Jude Bellingham. Aber ich meine, der Junge ist toll, gilt natürlich auch für den Mann. De La Rete hat es gesagt, 21 Tore in 17 Champions League Spielen. Ja, es ist eine Wahnsinnsquote und wieder auch heute, wie torgefährlich er war. Er hätte noch 2-3 nachlegen müssen im Endeffekt, ne? War 1-1 gegen den Torhüter das ein oder andere Mal. Also, aber er kommt immer wieder in Position mit seiner Wucht, mit seiner Schnelligkeit, wirklich wieder Abschlüsse zu haben. Deswegen, der wird weiterhin Tore erzielen für Dortmund und es ist unglaublich wichtig. Die anderen beiden Teams in dieser Gruppe sind übrigens Sporting und Ajax, der portugiesische Meister und der niederländische Meister. Und wie das Spiel heute ausgegangen ist, zeigt uns Jochen Stutzki.